Hallo, bald ist Weihnachten und wir tauschen Geschenke mit denen, die wir lieben. Und wenn es soweit ist, dann wird die Verpackung aufgeschnitten oder aufgerissen und wir freuen uns auf den Inhalt. Manche sehen schon an der Form der Verpackung, was drin ist. Manchmal ist auch die Verpackung irgendwie abschreckend. Ich war mal ganz überrascht und skeptisch, als ich ein Geschenk mit altem Zeitungspapier als Verpackung erhielt. Lässt sich von der Verpackung auf den Inhalt schließen? Vorurteile helfen uns nicht weiter. Wie viel verpassen wir, wenn wir wegen der Verpackung das Geschenk ablehnen würden? Manchmal lehnen wir Menschen ab, weil sie uns äußerlich nicht gefallen und wir verpassen einen wunderbaren Zeitgenossen. Es gab einmal einen Mann, genannt Johannes der Täufer. Er lebte in Israel vor 2000 Jahren und wollte das Auftreten des Erlösers Jesus vorbereiten, indem er ihn ankündigte und zur Vorbereitung aufrief. Die Menschen sollten ihr Leben ändern, ihre Fehler eingestehen und sich wieder nach Gott ausrichten. Viele einfache Leute taten dies, die Mächtigen aber waren skeptisch. Denn Johannes war in der Wüste, aß Heuschrecken und wilden Honig und trug einen Mantel aus Kamelhaar. Sie hielten ihn für einen religiösen Spinner und Gesellschaftskritiker. Deshalb lehnte man ihn ab und brachte ihn später sogar um. Der christliche Glaube wird heute oft abgelehnt. Kirche ist weltfremd und rückständig. Die Bibel ist mittelalterlich und unverständlich. Außerdem gibt es ja noch den Kindesmissbrauch und viele andere Fehler in der Kirche. Ja, das ist so. Aber ist Gott genauso wie die Kirche? Ist der Inhalt des christlichen Glaubens genauso wie die Form und die Verpackung, in der er uns begegnet? Wir würden viel verpassen, wenn wir von der Verpackung automatisch auf den Inhalt schließen. Johannes betonte damals immer, ich bin nicht der Erlöser, das ist Jesus. Gott störte sich nicht an seinem Äußeren. Er sah das aufrichtige Herz des Johannes. Und von ihm können wir lernen, das Beste geben, originell bleiben, die Meinungen anderer nicht so wichtig nehmen. Und von Jesus, dem eigentlichen Inhalt des christlichen Glaubens, könnten wir Folgendes beherzigen. So ist Gott wirklich, wie er, voller Liebe für die Menschen, aber auch eindeutig und barmherzig. Gott segne dich in dieser Adventszeit.